Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends of the World Economic Forum, it's really my honor to welcome you to the World Economic Forum's 54th annual meeting. With us in Davos are 3,000 participants from over 125 countries, including 350 heads of state and government and ministers. It is crucial that leaders from the public and private sectors are convening at the start of such a consequential year for all of us. Because the 2024 annual meeting takes place against one of the most complex geopolitical and geoeconomic backdrops in decades. We are seeing a very complicated security landscape and quite a fragile economic outlook still. We are also seeing forces of fragmentation exert pressure on the international system, precisely when cooperation is most needed. We know the most urgent issues that countries and companies face, security, the economy, climate change, cyber, potential new pandemics, are not confined by borders. They do travel without passports. And the same holds for true opportunities. Frontier technologies can add trillions of dollars to the global economy annually. And our economies can be transformed to be more resilient and equitable. But we can only unlock these benefits by working together. Thankfully, even in today's complex context, cooperation is possible and happening. The World Economic Forum's annual meeting, I think, is a proof of that. The week ahead and the year ahead will deliver important outcomes of collaboration between business and governments. I'm now very pleased to introduce our founder and executive chairman, Professor Schwab. Dear Klaus, the floor is yours. Madam President, dear constituents of the World Economic Forum, dear friends, today we stand really at a unique juncture in human history, facing challenges that are as diverse as they are profound. The special role of the World Economic Forum is not to look just at one single issue. It is a place where at the beginning of the year, we come together to analyze the state of the world in a systemic and strategic way, and hopefully to find common ground to generate positive impact. Geopolitically, our world, as my friend and colleague said, Börge Brende, geopolitically our world is more interconnected, yet paradoxically more divided and fragmented than ever. Economically, we grapple with sluggish growth. The very fabric of our societies is inclusiveness, which is in doubt. Environmentally, we confront the relentless challenges of climate change, a threat to our planet's delicate balance. And technologically, we navigate uncharted waters where innovation offers boundless opportunities, but also unprecedented risks. So steeply transformative challenges, which are actually the cornerstone of our program, lead to uncertainty, generalized fear, and pessimism. They force us into a mode of short-term crisis management at the detriment
of long-term strategic and sustainable solutions. This reactionary approach undermines our collective faith in the future. And here we losing the faith of our future, we risk to become much more ego-centered and on a national and individual level. To break this cycle, we need a paradigm shift. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust, trust in our future, trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other. Trust is not just a feeling. Trust is a commitment to action, to belief, to hope. To achieve this, we must rediscover and embrace the narrative that has driven humanity since its inception, acting as trustees for a better future. This narrative isn't about short-term gains or individual successes. It is about stewardship, about preserving and enhancing our world for current and future generations. It is about understanding that our actions today have far-reaching consequences tomorrow. The concept of trust and trusteeship compels us to think beyond borders and beyond our lifetimes. It encourages collaboration over competition, sustainability over expediency, and empathy over apathy. As trustees of the future, we are responsible for advancing a world which is richer in possibilities, more equitable in opportunities, and more secure in its foundations. Moreover, as leaders in government, business, and society, we bear a particular responsibility to rebuild trust in how we assume our own role as trustees. The annual meeting of the World Economic Forum is not a collective decision-making body, but its impact stems from the new insights gained through dialogue and interaction, and more importantly, from the commitments made by each participant to contribute more significantly in their respective areas of responsibility to solving our most pressing issues. The cornerstone of our program are actually our more than 100 initiatives. Those initiatives are embedded into work programs, bringing together governments, business, and civil society, and the best experts throughout the year. For this annual meeting, while the vibrant atmosphere surrounding our gathering is a testament to its global significance, it is essential that we focus on our mission, committed to improving the state of the world, by engaging into those action-oriented initiatives. The World Economic Forum is not just Davos. It's an engagement throughout the year. In conclusion, trust is a fundamental pillar of our social, economic, and political lives. It is vital for cooperation, social cohesion, and effectively functioning institutions. To rebuild trust, there is a fundamental need to embody trusteeship, which means to care for the greater good,
Let's use this annual meeting to rebuild trust by exercising our trusteeship individually and collectively for safeguarding the future of humanity and nature. Thank you. Wir freuen uns sehr, Frau Bundespräsidentin Viola Amherz, Sie hier in Davos willkommen zu heißen. Nicht das erste Mal, aber zum ersten Mal als Bundespräsidentin. Und Frau Bundespräsidentin, Sie sind Mitglied des Bundesrats seit 2019 und zusätzlich zu Ihrer Verantwortung als Bundesrat für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Support haben Sie dieses Jahr das Amt des Bundespräsidenten inne. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für die große Unterstützung und Gastfreundschaft und den Support, den wir von der Regierung, der Schweizer Regierung, dem Parlament, dem Kanton Graubünden, der Schweizer Armee unter ihrer Verantwortung und der Polizei, die sich darin ausdrückt. Ein besonderer Dank gilt auch Davos-Klosters, die seit Jahrzehnten mit außerordentlicher Gastfreundschaft und enger Zusammenarbeit glänzen und dieses Meeting möglich machen. Unser größter Dank geht jedoch an die Bevölkerung, vor allem von Davos und Klosters, die mit ihrem gastfreundschaftlichen Geist zum Erfolg dieses Meetings so sehr beitragen. Bitte begrüßen Sie mit mir Bundespräsidentin Viola Amherd. Ja, besten Dank, sehr geehrter Herr Professor Schwab, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Das Motto des WEF-Jahrestreffens 2024, Rebuilding Trust, ist keine freundliche Klausel oder Floskel, sondern es zeigt unverblümt, wie es aktuell um das gegenseitige Vertrauen in der Weltgemeinschaft steht. Es ist schlecht bestellt darum. Spielregeln werden vermehrt in Frage gestellt. Autoritäres oder sogar totalitäres Gedankengut wird verbreitet, bisweilen sogar akzeptiert, als seien die Lehren des 20. Jahrhunderts vergessen. Dieser Prozess macht selbst vor den größten Errungenschaften der Menschheit nicht Halt. Die Vereinten Nationen konstatieren ein Zurückdrängen der Menschenrechte in allen Regionen und eine globale demokratische Rezession. Der Blick zurück mag Angst machen, auch weil das Internationale Institut für Demokratie 2022 zum sechsten Mal hintereinander einen Rückschritt in der globalen demokratischen Entwicklung verzeichnet. Die Folgen dieses finsteren Trends sind für die Lebensentwürfe und die Freiheit der Menschen so verheerend, wie es wirtschaftliche Einbrüche sein können. Dass autoritäre Regimes auch außerhalb ihrer Grenzen demokratische Werte und Institutionen untergraben, trägt natürlich zum Vertrauensverlust bei. Exzellenzen, meine Damen und Herren, Vertrauen ist schnell verspielt und hart gewonnen. Für Innovation, Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung ist es keine hinreichende Bedingung, aber eine notwendige. Lassen Sie mich darlegen, woraus ich dennoch Zuversicht schöpfe, welche Schritte es braucht, um Vertrauen international wieder wachsen zu lassen und was die Schweiz dazu beitragen kann. Gewisse Muster lassen erkennen, was in der Vergangenheit und wie in der Vergangenheit Katastrophen entstanden sind. Es gibt aber auch positive Lehren.
Die Weltgemeinschaft hat nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO etabliert. In Europa gibt es neben der EU den Europarat, die OSZE, neu auch die Europäische Politische Gemeinschaft. Dieses Jahr feiern wir zudem das 75-jährige Jubiläum der Genfer Konventionen, das Kernstück des humanitären Völkerrechts. Sie stehen ebenfalls für das Bemühen, zerbrochenes Vertrauen neu zu errichten und Menschen vor Grausamkeit und Unmenschlichkeit in Kriegssituationen zu schützen. Vertrauen wieder aufbauen? Wir wissen, es ist möglich. Dazu braucht es Dialog und Respekt einerseits, andererseits klare Regeln, die alle befolgen. Welche Schritte sind nötig, um Vertrauen international wieder wachsen zu lassen? Vordringlich ist ein offener und transparenter Austausch unter Staaten, aber auch mit und zwischen Organisationen des multilateralen Systems. Damit die UNO und andere globale und regionale Institutionen ihre Rolle als Plattformen für den Dialog wieder besser spielen können, müssen wir sie stärken. Die Schweiz unterstützt genau deshalb die Reformagenda von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Es braucht daneben auch die Einsicht, dass echte Kompromisse nötig sind. Wir müssen verhindern, dass Machtpolitik unsere Lebensgrundlagen zerstört. Gerade in Fragen der ökologischen Transformation braucht es dringend reale Fortschritte und ein gesellschaftliches Umdenken. Der Prozess auf dem Weg zum Zukunftsgipfel im September muss beweisen, dass die Staatengemeinschaft bei allen Schwierigkeiten um gemeinsame Ziele ringt. Vereinbarungen und Kompromisse müssen dann auch umgesetzt werden. Verlässlichkeit in der Umsetzung ist wichtig für die Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen. Dazu zählt ein erneuerter Respekt vor der UNO-Charta, vor anderen internationalen Verträgen und vor weiteren global vereinbarten Maßnahmen. Eine Bedrohung geht von Falschinformationen aus. Gerade heute, wo die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz dazu beiträgt, dass solche Falschinformationen immer glaubwürdiger wirken. Die Digitalisierung bietet jedoch zugleich Potenzial zur verstärkten Transparenz und zum Teilen von Wissen und Information. Dies kann zum Vertrauensaufbau beitragen, wenn sie richtig genutzt wird. Die Schweiz engagiert sich besonders bei der Promotion der globalen Gouvernance künstlicher Intelligenz. Wer seine Politik auf Lügen und Ideologien abstützt, kann vielleicht kurzfristig punkten. Aber mittel- und langfristig wird er Vertrauen verspielen. Gute Politik basiert auf geprüften Fakten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse. Exzellenzen, meine Damen und Herren, Teile der Bevölkerung misstrauen uns allen, die wir hier versammelt sind, und allen Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Rebuilding Trust ist nicht nur eine Aufgabe von Staaten, von Politikern und Politikern. Hier ist auch die Wirtschaft gefordert. Es ist klar, dass zunehmende soziale Ungleichgewichte selbst in wohlhabenden Ländern den Populismus befeuern. Wenn sich die angebliche Elite als abgehobene Kaste zelebriert und viele Familien kaum noch über die Runden kommen, wächst das Misstrauen. Dann kann die internationale Gemeinschaft, können die Regierungen die besten Vorschläge unterbreiten, sie werden nicht mehr gehört und nicht mehr verstanden. Etliche von Ihnen hier im Saal haben die Möglichkeit, in Ihren Unternehmen den Zusammenhalt und den sozialen Ausgleich zu stärken. Hier ist es an Ihnen, meine Damen und Herren, Verantwortung zu übernehmen und die unternehmerischen Entscheide darauf auszurichten. Das liegt langfristig auch im Interesse von Unternehmerinnen und Unternehmern. Wer fordert, soll leisten. Für die Schweiz heißt das, dass wir uns in der Welt für den Aufbau von neuem Vertrauen einsetzen. Etwa durch die guten Dienste, die mein Land traditionellerweise anbietet, oder durch den Umstand, dass wir mit allen sprechen.
Die Neutralität und das Engagement und die Verlässlichkeit der Schweiz können von Nutzen sein, um Konflikte zu lösen. Als Mitglied des UNO-Sicherheitsrates kommt der Schweiz auch dieses Jahr eine besondere Verantwortung zu. Wir wollen dazu beitragen, dass trotz des zunehmenden Blockdenkens Lösungen erarbeitet werden. Das internationale Genf ist ein Ort, der staatliche Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft und die Zivilgesellschaft zusammenbringt. Immer im Januar ist auch Davos ein solcher Ort. Exzellenzen, meine Damen und Herren, wir sind negativen Trends nicht ausgeliefert, wir können sie brechen. Vertrauen und Hoffnung können erarbeitet werden. Wir müssen es tun. Dafür sind wir hier. Machen wir uns an die Arbeit. Besten Dank.